Es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Russian Fishing 4 Tutorial von Anfang an mit einem neuen Account, Low Level, ohne Hilfsmittel, einfach gestartet, ohne Premium, ohne irgendwelche Routen zugeschickt und ähnliches, sondern genau so gestartet das Game, wie du es auch starten würdest. Ich habe schon einige Tutorials gemacht zu Russian Fishing 4. Es kommen auch regelmäßig natürlich Infovideos zu sämtlichen Gewässern oder Spots hier auf dem Kanal zu Russian Fishing 4. Und ja, eins fehlt mir noch. Ich habe Grundangeln gestartet als Tutorial. Ich habe Spinning Only gestartet als Tutorial. Und jetzt, ja, jetzt kommt das Posenangeln Main. Posenangeln Main Tutorial. Wie würde ich starten, wenn ich Bock habe auf Posenangeln? Und zwar hauptsächlich Posenangeln. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen was anders mache, wobei ich mir eigentlich denke, mit der Pose sollte man auch zu 100% klarkommen. Nicht unbedingt nur mit der Stippe, auch sowas wie Bollo, mit der Bolognese-Route oder eben mit der Match-Route. Mal gucken, wie weit wir kommen hier mit dem Tutorial. Aber die Basics, die gehen wir jetzt hier Stück für Stück durch. Und im Tutorial starten anfangs natürlich alle gleich. Egal, wie du anfangen möchtest, ob du später auch anfangen oder man fängt eh an mit Posenangeln. Aber wenn du dann später sagst, okay, ab hier reicht es mir mit dem Posenangeln, jetzt möchte ich lieber aufs Grundangeln gehen. Da kommen wir dann natürlich später auch zu. Ich gebe immer die Infos, ab wann man sich entscheiden kann. Was sind die wichtigsten Sets, die man sich vielleicht kaufen kann? Was sind die wichtigsten Köder, die besten Spots? Wo kann man am besten angeln in Russian Fishing 4? Ja, legen wir los. Das Tutorial scheint mir in letzter Zeit nicht verändert zu sein. Also sieht das immer noch standardmäßig aus. Bewege dich mit WASD. Drücke die Taste F, da sieht man so ein wenig für die Stirnlampe. Und wir sollen hier zum Ufer gehen und dann die Taste 1 drücken. Machen wir das mal. Nein, wir müssen nicht die 1 drücken, sondern das I. Und dann sehen wir hier die Telestick. Telestick, da haben wir schon die erste Posenroute sozusagen. Das ist halt eine Stippe. Da ist die zusammengebaut, basismäßig hier mit einem 16er Haken und einem Regenwurm. Die benutzen wir nun. Oh, Gewitter hier. Gewitter hier an dem kleinen Tümpel. So, dann sagt das Tutorial hier mit Plus und Minus an der Tastatur am Nummernblock sollen wir die Tiefe einstellen. Die Köderpräsentationstiefe sozusagen. Und wir sollen die auf 1 Meter hier einstellen. Zack. Und mit der linken Maustaste, wenn wir die gedrückt halten, lädt sich jetzt hier gleich diese Anzeige auf. Und je weiter man halt die auflädt, umso weiter kommt man raus. Man kann allerdings auch mit Shift gedrückt halten, plus aufladen, dann macht er sofort Maximum und fliegt ein bisschen weiter vielleicht. Gerade beim Posenangeln und gerade hier mit der Stippe, zack. Ah, sehr schön. Sollte man halt auch weit auswerfen. Da ist er, die Karausche, mittlerweile als Standardfisch, den man als erstes fängt. Lange Zeit war es halt die schäbige Schläfergrundel. Das ist schön, dass das ersetzt worden ist. Was sehen wir jetzt hier? Wir haben über dem Fisch, das ist ganz wichtig, man ist es so ein bisschen abgesperrt. Vor dem Wort Karausche ist so ein Fähnchen mit einem Haken dran. Das heißt, dieser Fisch ist maßig. Er ist groß genug, dass man ihn dass er ausreichend Geld bringt. Fische, die unmaßig sind, die etwas kleiner jetzt zum Beispiel wären bei der Karausche, die wären dann unmaßig und würden nicht so viel Silber bekommen. Also immer schön darauf achten, dass man möglichst große Fische bekommt, dass die alle schön maßig sind. Und maßig, das ist halt immer für die Kategorie Fisch. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine kleine Karausche nimmt, die dann bis zu, keine Ahnung, 3 Kilo oder sowas wird, dann ist die
Natürlich jetzt hier mit 350 Gramm knapp ist die vielleicht gerade maßig, aber eine Karausche, die vielleicht 1,3 Kilo wiegen würde, die würde richtig viel Geld bringen. Das heißt, man muss immer gucken, dass man in der Gewichtsklasse des Fisches so hoch wie möglich am Trophäengewicht oder am Super-Trophy-Gewicht quasi so hoch wie möglich angelt, dass man die Fische so groß wie möglich halt rauszieht. Dann haben wir hier unten natürlich noch die Anzeige für die bekommenen XP, die Erfahrungspunkte, die EP-Punkte und daneben Posenfischen 0,2% dazu bekommen. Das wollen wir jetzt demnächst halt maximal pushen. Alter, das Gewitter, ey. Drücken wir mal Space. Das Ding ist eingesackt, jawohl. Und mit Backspace, also mit hier Löschen über der Enter-Taste, stecken wir das ganze Set wieder ein. Ja, jetzt gehen wir nochmal kurz hier zur Hütte. Hier an der Hütte können wir uns ein Posen-Ersatz-Kit holen. Oder, wenn man eher Bock hat auf Spinning, nochmal ein Spinning-Ersatz-Kit. Beim Posenersatzkit müssen wir jetzt mal eben gucken. Da war es in der Vergangenheit so, dass man Regenwürmer gratis dazu bekommen hat. Naturköder, wir haben 58 Stück. Jetzt drücke ich mal Y. Jawohl. Und wir haben Naturköder 88 Stück. Also haben wir jetzt 30 Regenwürmer auch noch mit dazu bekommen. Das ist gut. Und was haben wir noch dazu bekommen? Die olle Bambusrute hier, UdSSR Bambusrute, eine olle Schnur und einen ollen rostigen Haken. Immerhin haben wir schon mal ein gutes Startset sozusagen. Jetzt haben wir zwei Posenrouten, mit denen wir gleich Attacke Vollgas reingehen können. Ja, gucken wir mal, was das Tutorial noch dazu sagt. Lassen Sie uns nun zum Moskitosee reisen. Das ist gut, das machen wir. Das heißt, wir drücken Escape. Und haben dann hier natürlich jede Menge Übersichts- oder jede Menge Infos wieder zu den Handwerk, zum Handwerk und so. Kommen wir alles später noch hin, Stück für Stück. Wichtig ist, wenn wir reisen wollen, klicken wir einfach hier oben in das Feld rein. Zack, sehen dann hier die ganzen verschiedenen Gewässer. Und anfangs können wir gratis reisen zu den ersten drei Gewässern. Wobei man sagen muss, dass dieser Waldsee hier nicht wirklich interessant ist. Da kann man mal ab und zu auf Frösche angeln oder sowas. Aber wirklich interessant wird es dann hier, ich sitze genau davor, mit dem Moskitosee und natürlich dann auch hier mit dem Windenbach. Speziell der Windenbach lege ich euch absolut ans Herz, weil man da in der Regel viel schneller und viel besser erfolgreich angeln kann, das heißt mehr Silber machen kann und mehr XP machen kann. Hier sehen wir dann, ab Level 12 kann man das Gewässer betreten und so weiter und so weiter und so weiter, 16, 18, da kommen wir später noch hin. Fangen wir an, das Tutorial sagt ab zum Moskitosee und wir reisen dann natürlich hin. Das geht auch mittlerweile ratzfatz. Wir haben jetzt schon 18 Uhr abends, es könnte so langsam dunkel werden. Ich hoffe, wir sehen gleich noch genug. Sehr schön. Ja, willkommen am Moskitosee steht hier. Finde den Fischmarkt, heißt es direkt. Hier haben wir ihn, wir stehen direkt davor. Fischmarkt, hier ist dann noch dieser Bootsticketverkäufer, oder? Genau, Bootsstation. Lohnt sich absolut nicht hier an dem Gewässer. Also hier heißt es dann tatsächlich auch lieber das Geld sparen. Heißt es übrigens auch im gesamten Game. Bis man so als Ziel, bis man so Level 20, Level 22 ist, versucht ungefähr 6.000 bis 8.000 Silber zu sparen. Das heißt nicht, dass man sich die ganze Zeit gar nichts kauft, sondern man muss wirklich sehr klug das Geld einsetzen, damit man sehr schnell, so ich sag mal im Bereich von Level 12 aufwärts, 12 bis 20 in der Zeit dann, das Silber zusammenbekommt, weil man sich dann in dem Bereich von Level 20 oder 22 herum, müssen wir dann später mal gucken, wie das beim Posenangeln ist, aber beim Grundangeln und beim Spinning ist es auch so, oder man macht einen Allrounder-Account, der alles kann, da ist es dann so, in dem Bereich holt man sich dann das erste wirklich gute Set und das kostet halt. Also, Tutorial, Fischmarkt,
Und was sagt er hier? Sie haben einen Fisch, die Fischmarkt gefunden, jawohl, yippie-yay, verkaufen Sie Ihren Fang. Ja, machen wir jetzt fürs Tutorial, später machen wir so einen Schnickschnack nicht. Später gehen wir als erstes zum Café und dann gucken wir im Café, was wohl will das Café haben. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass die 5 von diesen kleinen Karauschen, die haben wir hier ab 30 Gramm, so ganz kleine, da zahlen die schon 10 Silber 20 für. Und die olle Karausche, die wir hier gefangen haben, da kriegen wir nicht mal 1 Silber für, also 50 Cent. Das heißt, wir kriegen viel mehr, wenn wir im Café verkaufen. Heißt also für die Zukunft, fürs Tutorial machen wir nochmal hier, okay, kriegst du den Fisch. Aber für die Zukunft machen wir unseren Kescher, den sehen wir hier unten über dem Navigationsfeld, das ist dieses kleine mit dem Fischchen, das runde. Da steht es 0 von 100. Wir machen mal mindestens so 50 bis 80 Fische da rein und gehen dann wieder zurück in die City, gucken, was als Kaffeeaufträge drin sind, welche können wir schon abschließen, verkaufen den Teil, angeln wieder ein bisschen weiter, gucken wieder im Café, was können wir wieder abgeben und so weiter und so weiter. Also hauptsächlich im Café verkaufen, alles was geht und den Rest, der nicht mehr geht. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt heute genug geangelt, ich mache heute für heute Feierabend, dann kann man das alles verkaufen. Immer dran denken, im Kescher, im Setzkescher sind die Fische nur 24 Stunden lang haltbar. Nach 24 Stunden ist er vergammelt, der Fisch, und nichts mehr wert. Okay, machen wir weiter. Finde das Angelgeschäft und kaufen Sie Maden. Ja, machen wir sehr gerne. Maden auch für den Anfang sehr guter Köder. Jetzt klicken wir hier oben auf Naturköder. Und wir können auch hier oben auf nur Naturköder klicken. Dann sieht man hier die große Übersicht von allem. Und hier empfiehlt es sich übrigens auch, dieses Set mal zu kaufen. Ich klicke das mal an. Hier sehen wir, was da alles drin ist. Preislich deutlich besser. Hier haben wir Maden drin, hier haben wir Kaster drin. Die brauchen wir später auch noch. Regenwürmer, Zuckmücken, Borkenkäferlarven. Also umgerechnet wirklich ein guter Preis für diese Naturköder-Box. Aber das Tutorial, ne, das will erstmal glücklich werden. Deswegen kaufen wir hier einmal die Maden. Das kostet uns 2,40. Jawohl, erledigt. Exzellent. Sie können Köder nicht nur kaufen, sondern auch selber herstellen sozusagen. Und dann müssen wir mal kurz in den Rucksack gucken. Da sollen wir Weißbrot haben. Hoppala. Viel zu schnell. Hier ist es. Das Weißbrot. Hier sind übrigens noch andere Sachen. Lebensmittel allgemein. Zu den Lebensmitteln. Auch da wieder als Tipp. Verwendet keine Lebensmittel. Also nicht Lebensmittel kaufen. Außer vielleicht das Weißbrot als Köder. Denn es gibt hier an den ganzen Gewässern immer sowas, also an den ersten zwei Gewässern, sowas wie so eine Gulaschkanone. Hier kann man gratis essen. Hier gibt es warme Speisen und das nutzen wir so lange wie es geht. Und zwar eigentlich ständig und einzig und allein. Kein Geld ausgeben für Lebensmittel. Da können wir wirklich effektiv sparen. Ich rutsche mal ein bisschen zur Seite. Wir sehen hier, direkt neben uns ist ja diese Anzeige mit oben dem Blitz, das heißt, das ist die Energie. Wenn man jetzt einen fetten Fisch dran hat und man muss hart reinpumpen und drillen und man macht Spinning, dann geht diese Energie relativ schnell runter und sie geht halt wieder hoch, wenn man genug gegessen hat. Das heißt, hier ist gerade das Essen ein bisschen low und dementsprechend wird die Energie auch nicht so wirklich schnell hochgehen. Es gibt die Möglichkeit, Alkohol zu trinken in Russian Fishing 4. Kann man sich schön eingeben, schön den Woddy. Aber Alkohol trinken erhöht für eine kurze Zeit die bekommene XP. Also wenn man dann Alkohol getrunken hat und fängt einen Fisch, bekommt man ein bisschen mehr XP. Ist aber nicht so das Wichtige. Denn XP sind am Anfang nicht das Wichtige, sondern Silber. Silber, 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 Silber. Kohle verdienen ist das A und O. XP zu machen ist nett, aber wie gesagt nicht wichtig. Nachteil beim Alkohol. Erstmal gibt man Silber aus. Katastrophe. Und
die Lebensanzeige kann runtergehen. Und wenn die Lebensanzeige runter ist, geht die Energieanzeige maximal so weit, wie die Lebensanzeige ist. Das heißt, wenn ihr euch schön eingesoffen habt und die Lebensanzeige ist irgendwann hier so halb runter, regeneriert ihr maximal die Energie bis dahin und seid also schneller wieder K.O. Ist schlecht. Unten die Sonne, das ist immer so ein bisschen so eine gute Laune-Anzeige. Ja, wenn man sich einen ballert, dann geht natürlich auch die Sonne hoch. Allerdings geht die Sonne auch hoch bei schönem Wetter und bei Sonnenschein. Und sie geht runter, wenn man in so Sumpfgebieten rumsteht und da sind überall Mücken und das ist eher unangenehm und es ist Dauerregen. Dann geht sie auch runter, ist aber alles nicht ganz so tragisch. So, was haben wir denn? Also, hier ist die Gulaschkanone. Ich snack mal eben, einmal E drücken. Yummy, das geht alle 24 Stunden in-game. Und ihr seht hier, zack, das pusht sofort wieder hoch. Übrigens, wir kaufen uns irgendwann später auch so eine Schaufel zum Köder ausbuddeln. Dann geht die Energie immer wieder schnell runter. Und wenn man dann aber was gegessen hat, wupp, geht die auch relativ schnell wieder hoch. Und man kann wieder weiter buddeln. So, ich buddel mich erstmal jetzt hier wieder ab in die Ecke. Und dann ist das gut. Und dann folgen wir weiter dem Tutorial. Drücken wir N. Und da sagt es hier, bla bla bla, das Rezept für Brotmasse, da ist es. Dann nehmen wir hier so ein Brot da rein. Zack, einmal anfertigen. Tutorial erledigt. Das lädt dann hier einmal und wir skillen. Durchs Tun skillen wir dann hier das Weißbrot oder beziehungsweise die Köderbeschaffung. Haben jetzt hier als Weiß den Weißbrotköder auch nochmal. Und dann gehen wir langsamer weiter, was das so toll sagt. Sie haben alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Genau. Jetzt geht es zum Windenbach mit dem Spinning-Gewässer. Wir nutzen das auch mal direkt. Also Escape, weil es ist auch noch hell. Zack, zum Windenbach. Jetzt kommt dieser Part einfach, wo das Spinning ein bisschen erklärt wird. Relativ schnell gemacht. Das mache ich natürlich auch noch mit, weil es ist einfach Part des Tutorials. Herzlich willkommen hier am Windenbach. Übrigens ganz ähnlich alles aufgebaut hier am Windenbach. Da werden wir uns aber in Zukunft noch länger aufhalten. Da ist das Café. Immer wieder fantastische Aufträge drin. Oben ist der Shop, der Angelshop. Und hier ist die Gulaschkanone, die Feldküche. So, mit F, es wird langsam dunkel. Machen wir mal ein bisschen Licht. Und hier sagt das Tutorial, gehe ich hier vorne hin ans Wasser. Und dann drücken wir mal. Halten wir mal die Taste U gedrückt. Und das ist ganz wichtig. Also U halte ich immer noch gedrückt. So. Und hier sehen wir jetzt unsere drei Routen. Und die ziehen wir jetzt hier einfach mal rein auf die Zahlen. Auf die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. So, man kann immer drei Routen, könnte man theoretisch gleichzeitig verwenden. Das heißt, wir nutzen jetzt aber die Taste 3. Sollten wir ja machen für Spinning. Die ist auch schon fix und fertig zusammengebaut. Wenn wir hier I drücken, sehen wir auch noch die Details zu der Route, die Tragfähigkeit, die Länge, Wurfgewicht und so weiter und so weiter. Kommen wir später noch zu. Hier haben wir die Spule drauf, welche Schnur es ist und den Köder. Und da sagt das Tutorial, Sie müssen die Bremskraft einstellen. Das machen wir mit dem Mausrad. Rauf und runter. Bremse auf 25. Tendenziell Bremse nie zu hoch machen, lieber runterlassen. Und wenn du dir nicht sicher bist, wie viel Tragfähigkeit dein Set hat und wann da vielleicht was kaputt gehen könnte, dann machst du einfach die Bremse erstmal runter. Und wenn du einen fetten Fisch dran hast, drehst du es langsam hoch, langsam hoch, langsam hoch, langsam hoch. Fürs Tutorial drehen wir sie jetzt mal hier auf die 25. Die wissen ja, was sie meinen oder was sie der Route hier zugestehen können an Bremskraft. Und dann drücken wir noch die Taste R gedrückt. Das ist dann die Einholgeschwindigkeit, mit welcher wir beim Spinning, ja, die Einholgeschwindigkeit des Köders sozusagen. Ne? Übrigens, Spinning in der Nacht am Windenbach, keine gute Idee. Spinning tendenziell, wenn du Bock hast auf Spinning, erstmal natürlich das Spinning-Tutorial angucken. Ist wesentlich informativer dann nochmal, da gibt es mehr Details noch dazu. Aber dann auch ne, nicht in der Nacht hier auf Spinning, das ist nicht so ganz effektiv, sondern versuchen eher, wenn es hell ist, in den Morgenstunden bis halt in die frühen Abendstunden. Und jetzt hier, wenn es halt richtig dunkel ist, macht es nicht wirklich viel Sinn.
Also die Taste R halten wir gedrückt. Zu dem R kommen wir später auch nochmal. Das hat auch noch eine ganz besondere andere weitere Funktion. Und da sagt es jetzt, Einholgeschwindigkeit auf 10 hätte es gern. Also sehr langsam. So, losgelassen. Und dann werfen wir hier mal mit Shift. Also ich halte jetzt Shift gedrückt, linke Maustaste, maximal ausgeworfen. Und das Ding fliegt kreuz und quer, aber wir ziehen das Ding hier langsam rein. Und laut Tutorial sollte hier auch gleich was Schönes reinballern. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier so in der Nacht auch funktioniert. Sonst werfe ich gleich einfach nochmal aus. Man sieht hier unten, das ist jetzt hier diese Action Bar. Und anhand dieser Action Bar bzw. des kleinen Balkens, der da so am Rumflackern ist, sehen wir... Ziehe ich das nochmal eben rein. Sehen wir halt, was da passiert. Oder dass da eben was passiert. Wir sollen nochmal auswerfen. Zack, ganz weit. Jawohl. Ach, guck mal hier, sogar ein Weitwurfrekord. 12,5 Meter. So, und dann kurbeln wir hier nochmal ein. Leichtes Kurbeln mit der Taste linken Maustaste. Shift kann man die Einholgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Dann macht man das ein bisschen schneller. Und da geht ein Fisch rein. Guckt euch das an. Steuerung, rechte Maustaste kann man ein bisschen anschlagen. Guckt euch das an. Schönes Ding. Alter, der hat ja richtig Bock. Oh, und er wurde geändert. Ein Rapfen ist reingegangen. Ach, das ist ja nett. Sonst war es immer der Barsch. Ich habe mir extra mein Barsch-Shirt angezogen. Die Feierabend-Angelshirts, Alter. Den Barsch. ich dachte, es kommt heute der fette Barsch wieder rein. Nee, es ist der Rapfen. Cool. Sehr, sehr cooler Fisch. Kampfstark. Absolut kampfstark. Also wenn ihr hier auf Rapfen gehen wollt, sehr schwierig zum einen. Aber fett XP... Und wirklich einen Fisch, das lohnt sich. Also Rapfen angeln, wenn man, ne, wenn man die richtigen Köder schon hat beim Spinning, kann man das schon mal machen. Würde ich allerdings erst ein bisschen später machen. Also jetzt so in den ersten Leveln würde ich jetzt nicht gezielt auf Rapfen gehen. Bisschen zu schwierig das Ganze. Lieber erstmal so auf Barsche und so. Das macht schon eher Bock. So, was sehen wir jetzt hier? Erstmal natürlich klar, neues Level. Level 3 gerade gemacht. Das haben wir erreicht. Dann haben wir hier... eine Qualifikationsaufgabe, da kann man auch nochmal reingucken. Es gibt so Qualifikationen für Spinning, fürs Posenangeln und so weiter und so weiter. Dann sehen wir hier natürlich die XP, die wir bekommen haben. Dann haben wir, da gehen wir gleich nochmal auf die Route, eine Leitroute verwendet, also eine Route mit sehr wenig Tragfähigkeit. Weil wir so eine leichte Route verwendet haben, haben wir Bonus-XP bekommen, weil das halt anstrengender und schwieriger ist. Dann ist das hier die Gesamt-XP und natürlich im Spinfischen haben wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte gemacht. Perfekt. Ab in den Setzkescher. Und das war jetzt eigentlich das gesamte Tutorial hier vom, ja, ich sag mal vom Moskito mit dem Posenangeln bis hin zum Spinning. Das sind die Basics. Und ich würde sagen, im nächsten Video geht es dann weiter wirklich ans Angeln. Das heißt, ich schnapp mir die Posenangeln, baue das alles richtig zusammen, schnapp mir die verschiedenen Köder und dann sehen wir zu, dass wir richtig ratzfatz hier an Silber kommen mit den Posen und an, ja, an weiteren Erfahrungspunkten rankommen und dass wir uns dann schön Stück für Stück die besseren Sets kaufen können. Wenn das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.